Yo, was geht ab? Es ist Money Boy, der Swagger King. Steph, wir sind füreinander bestimmt. Aber der Typ hat unser Mikrofon angesabbert. Tschüss. Choices! Hey Steph. What you doing out here, girl? Studiert. Oh, fucking BWL. Sehr nah dran. Bauingenieur. Kommunikationswissenschaften? Ich schwöre bei Gott, es ist Kommunikationswissenschaften. Du hast einfach... Ja, Mann. Ihr wisst Bescheid. Ich fühle das. Ich mag das hier schon sehr. Auf jeden Fall, das ist die Dynamik. Okay. Wie ist Money Boys echter Name? Jürgen. Personal. Sebastian. Ich hab einen Arsch in Monte Carlo. Ich hab den Bett von Ferragamo. Es geht nur um Lines, die ihr fertig sagen müsst. Ich hab 99 Problems, aber... Keines ist eine Bitch. Facts. Okay, das wusstest du sofort. 99 Problems, ich will mehr Probleme. Timothy, bitte nicht. Nicht mehr Probleme für Timothy. Aber okay. Es ist more money, more problems. Also ich möchte von dir... dass du mir jetzt einfach kurz sagst, wie eine Liebeserklärung von Moneyboy sich anhören würde. Choices ist das beste Lied. Und ich liebe Moneyboy dafür, dass er Choices rausgebracht hat. Okay. Und das ist deine Liebeserklärung an Moneyboy? Choices. Ganz kurz. Choices. Choice. Haltet mal eure... Seid mal laut. Nope. Ich habe einen Indoor-Pool und einen Outdoor-Pool. Und eine Bowlingbahn. Ja, mein Haus ist cool. Was ist der meistgestreamte Track auf Spotify von Moneyboy? Ich würde sagen Monte Carlo. Max, ist einfach Monte Carlo, ja, richtig. Ja. Und euer Lieblingssong von ihm? Damn, es ist schwer. Entweder Song Cry oder Leider. Was ist dein Lieblings-Moneyboy-Song außer Choices? Choices. Ich habe eine Bitte an euch. Könnt ihr mir eine Liebeserklärung an Moneyboy geben? Warum liebt ihr Moneyboy? Moneyboy, ich liebe dich für deine geilen, swagging, fucking freestyles. Yeah, holy shit, goddamn, no cap, fucking lit. Okay, und was ist euer Lieblings-Moneyboy-Song? 100 Schuss und 100 Schuss. Von euch beiden könnt ihr davon ein Zitat? Stanton der Chap und ich push, Drake God, 100 Schuss. Rate mal, wer mit der Chopper spielt. Lass dich verschwinden wie Copperfield. Flip einen Brick mit der Spatula. Oh, I'm in the dance from Africa. Designer my drip, nicht Hollister. Ich look auf das Punkt und dann alles. Ich stand in der Trap und ich push. Draco hat 100 Schuss. Rate mal, wer mit der Chopper spielt. Lass dich verschwinden wie Copperfield. Flip einen Brick mit der Spatula. All meine Diamonds from Africa. Was sind eure Lieblings-Moneyboy-Tracks? Moneyboy. Louis Choices. Choices. Oh Gott, okay. Er hat einfach das Mikrofon gegessen. Vielen Dank für das Interview. Moneyboy! Bist du ein riesiger Moneyboy-Fan? Ich bin ein richtiger Moneyboy-Fan. Okay, dann gib mir eine Liebeserklärung an Moneyboy. Warum liebst du Moneyboy? Moneyboy, ich liebe dich, weil du unendlich reich bist und weil du aus Österreich kommst wie mein Vater. Oh! Und weil du einfach super hübsch bist und 2 Meter groß. Wow, das ist wirklich eine Liebeserklärung. Unter welchen Künstlernamen ist Moneyboy noch bekannt? Pineapple the Fruit Dude und 10 weitere, aber... YSL? No Plug, ja. Komm, pack dazu noch. Ich bin ein bisschen drunk, so, ich sag ehrlich. Okay, was ist dein Lieblings-Moneyboy-Song? Ballen ohne Ball! Warte, der Boy ist schick und hat Red. Ich verticke das Crack und mehr weiß ich nicht. Wir ballen ohne Ball, ballen mit dem Geld. Ballen, holen uns in Bands. Kaufen uns einen Maybach, solange es ihn noch gibt. Denn es werden keine Maybachs auf der Welt mehr produziert. Ja. Was ist das berühmteste Interview von Moneyboy? Ja, Joyce, ne? Und gibt's ein Zitat davon, das du noch kannst? Ich sehe, du hast da einen fetten Eisberg. Eisberg? Nein. Klunker? Kannst du mal? Nein. Wie Karate? Okay, ich würde sagen, das waren unsere Moneyboy-Interviews. Der Typ hat unser Mikrofon angesabbert. Das tut mir leid. Ich wurde gerade eben angelabert. Ja? Ich werde... Sorry. Ja, aber trotzdem Dankeschön. Darf ich dich jetzt mal angehen? Nein. Alles gut oder was? Hi, ich bin Steph. Wollen wir ein kurzes Interview machen? Nico. Jawohl. Sag mir dein Lieblings-Moneyboy-Song auf der Welt. Dreh den Swag auf.
Okay. Da kann man richtig abswaggen. Yeah. Kannst du ein paar Moneyboy Lines noch? Okay, ich fange sie an und du musst sie beenden. Ich hab Swag, pull up zu dem Club in einem Rolls Royce und dann sippen wir den Alkohol Mois. Facts. Auf jeden Fall. Okay, ich hab noch einen letzten für dich. Du weißt, was ich meine, wenn ich sage No Cap. Das bedeutet, Young No Plug ist Swag. Echt in der Trap. Aber du hattest am meisten beantwortet auf jeden Fall. Ich habe mir vorhin letzte Woche einen Freestyle ausgedacht, was ich machen würde, wenn Moneyboy mit mir auf der Stage wäre. Willst du das für uns machen? Ich hatte gesagt, ey, was geht ab? Ich bin mit Moneyboy hier auf der Stage und später drücke ich mir mit ihm in dieser Corner eine Spritze Age. Wow! Ist mir in der Dusche eingefallen. Wow, also wäre nicht so kreativ wäre unter der Dusche, Gott weiß. Kurz ein Freestyle, wenn das okay ist. Ich chill Tempelhof Tegel. Ja? Die Flugzeuge steigen stetig wie mein Pegel. Kurz und knapp gesagt, ich konnte gestern landen bei einem Mädchen. So ähnlich wie Flugzeuge. Was hat Moneyboy studiert? Jura, oder? Nein, das war Kollege. Ich habe ja auch studiert. Das wissen wir also nicht alle. Also kannst du nicht ganz blöd sein, oder? Nee, so. Ich weiß nur, dass er seinen Magister über Gangster-Rap geschrieben hat. Ja, das stimmt. Also hast du 100% recht, soll ich dir sagen? Ja, gerne. Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Ja. Darin hat er einen Bachelor. Ja. Echt Bachelor, ja? Ja. Okay, krass. Moneyboy ist smart as fuck, ihr wisst Bescheid. Aber für mich eher mehr der Baller als der Bachelor. Was liebt dir an Moneyboy? Seine Ehrlichkeit, seine Honesty. Moneyboy ist ein G, hat so... Was ist dein Lieblings-Moneyboy-Track? Boah, das ist sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Es gibt einen großen Katalog an Moneyboy-Songs. Ich würde sagen, Freestyle Medley von Bravestar 1, glaube ich. Das ist right now mein Favorite-Track. Wow, kannst du davon ein Zitat oder kannst du überhaupt einen Moneyboy-Song zitieren? Ich kann einige Moneyboy-Songs zitieren. Freestyle Medley. Los. Jeden Tag auf der Street, das ist Crack-Kokain-Musik. Ich vertick das Dope jetzt, frisch gekochtes Crack vom Ostblock, Crack aus Rostock. Das war wundervoll. Vielen Dank für diese kleine Song-Einlage. Dankeschön. Kurze Frage. Warum liebst du Moneyboy? Weil der Boy crispy clean ist. Was hast du von Moneyboy gelernt, was du verinnerlicht hast? Was hat er dich inspiriert? Man muss Heroin spritzen zum Ballen. Kokain, Alkohol, auf jeden Fall, bei Partys und so ist auf jeden Fall etwas sehr Nices. Ich weiß, du willst es, Baby. Ich bin ein Pimp jetzt, Baby. Ich komm die Birkins, Baby. Du bist am Twerken, Baby. Wir sind am Buhlen, Baby. Ich kann nicht losen, Baby. Können wir ein Foto machen? Ja, selbstverständlich. Carlos, also ganz kurz, was liebst du an Moneyboy? Ich liebe einfach, er ist einfach so anders als alle andere im Deutschrap und ich finde ihn super unterhaltlich und es macht einfach Spaß. Alle Leute haben super Laune, ist auch perfekt. Okay, was ist dein Lieblings-Moneyboy-Song? Mein Lieblings-Moneyboy-Song? Ich würde sagen Perkies eigentlich. Perkies? Ja. Kannst du ein Moneyboy-Zitat oder ein Freestyle-Line? Ein Moneyboy-Zitat. Wenn du das kannst, gebe ich dir einen Kuss auf die Wange. Popularde Perkies. Popularde Perkies. Das war gut, Carlos. Vielen Dank. Es ist ein Vlog auf YouTube. Alter, geil. Ja, da siehst du dich dann. Dann seh ich dich. Da siehst du mich und da siehst du dich. Abonniert alle Hey Steph. Aktiviert die Glocke und Daumen hoch. Hey Steph ist die Beste. Voilà. Yo, was geht ab? Es ist Moneyboy, der Swagger King. Shoutout an Steph. We lit! Für Steph mache ich das always. Sehr gut! Steph, wir sind füreinander bestimmt, aber du bist für Größeres bestimmt und deswegen wünsche ich dir einfach nur ganz viel Glück auf deinem Way, die Welt zu erobern. Ich kann da nicht mithalten, aber ich wünsche dir ganz viel Glück und ich weiß, du wirst es rocken und ich hoffe, dass nicht noch mehr Leute sterben, die du interviewst. Oh mein Gott! Ich hoffe, ich bin nicht der Nächste! Nein, nein, oh mein Gott! Ey, Kenya in the house. Also ganz kurz, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert, like, subscribe. Das ist Hey Steph TV und es wird viele, viele weitere Vlogs geben. Also, ich bin fertig mit den Nervenvlogs. Ja, heftig. Ich mach nur Interview mit dir.